Und da wären wir auch schon wieder. Wie gesagt, Plan ist jetzt passive Provider Chest. Dafür brauchen wir Stahl. Achso, und hier unten? Nee, da unten. Kupfer? Jo, alles meins. Sehr gut. So, jetzt machen wir noch einen Trip zum Stahl. Dann stellen wir passive Kisten her und verteilen überall schön passive Kisten. Achso, hier. 82. Das ist mau. Aber na gut. 10 passive Provider Chests. Solange knabber ich hier noch ein bisschen weiter dran rum. Wenn ich genug im Inventar habe, für eventuell noch eine Kiste, falls irgendwas anfällt. Ja, genau so ist gut. Und dann mache ich Alt mal aus, um zu sehen, wo welche Kisten stehen. Genau hier. Und dann ersetze ich einfach die da, die da, die da, die da, die da, die da. Und Freitag sind die da. Sorry, das musste irgendwie raus. Also, wir haben hier alle ersetzt durch Passive. Das müsste die Roboter schon mal stark entlasten. Sehe ich jetzt allerdings noch nichts von Kohle, ja. Kohle ersetzen wir auch mal durch Passive. Wir hatten noch irgendwo Kohle. Die Kisten sind jetzt schon alle. Beim Kupfererz haben wir aktive. Ja, komm, Passive. Da oben war Kupfer, das sind schon passive. Haut's langsam hin? Nö. Immer noch alle ausgereizt. Ja, ich hätte das nicht so übertreiben sollen. Ich habe zu viele Aufträge verteilt, wo die Roboter was machen müssen. Zum Beispiel auch sowas wie das hier. Allein dadurch sind sie ja schon alle ausgereizt, weil sie halt alles Mögliche nach oben schaffen wollen. Kommst mit. Hier Zeug und mehr Zeug und Zeug und Zeug. Zeug, Zeug. Kannst alles haben. Komisches System. Da. Chemical Plants, Offshore Pumps, Steam Engines. An die Iron Chest behalte ich mal. Jedenfalls ein paar davon. So, jetzt vielleicht? Nö. Okay, wo habe ich es noch übertrieben mit den Kisten? Ich habe mehrere Kisten deklariert, dass sie aktive Kisten werden sollen, einfach nur damit alles ins System getragen wird. Und das machen sie jetzt halt. Das ist nur zu viel. Ich sehe überall nur blaue, rote, stinknormale. Ah, hier die Eisenkisten. Und du bist schon leer? Ernsthaft? Oh. Electric Mining Drill. Das ging ja schnell. Okay. Also hier brauche ich noch 3 Passive. Das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Stahl. 71. Passive Kisten. So. Fiep, fiep. Immer noch alle ausgereizt. Bitteschön. 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 Was war das da? Das waren die Roboter von Skynet, ne? Ja, nee, da. Da können wir ruhig eine aktive Kiste lassen. Das lastet unsere Roboter nicht wirklich aus, wenn alle 10 Minuten da ein Roboter hergestellt wird. So, hier ist alles blau. Gehen wir mal zum Kupferfeld. Hier sind lila Kisten. Ja, die ganze Zeit nur am... Weißt du was? Du wirst einfach eine ganz normale Kiste. So. Du bist leer, kommst mit. Sind wir jetzt wieder soweit? Nee. Aber ihr merkt schon, da sind tierisch viele Sachen, wo Roboter eigentlich nur schikaniert werden mit hier, mach mal dies, mach mal das. Von einem Geruch in der Vergangenheit, der ganz viele Sachen im Zentrallager haben wollte. Ja, ist auch kein Wunder, dass die durchgehend am Arbeiten sind. Rein, rein. Roboter freilassen. So. Rail Science. Okay. Ich wollte unbedingt Geschwindigkeit von den Robotern erhöhen. 450 Ehrenfakte, ja. Das hier. Energy Shield MK2. Das wird erforscht.
Das wird uns auf jeden Fall helfen, schneller an neue Alien-Artefakte zu kommen, denke ich mal. So, einen grünen Arm brauchen wir nicht. Underground Rails brauchen wir nicht. Rohre brauchen wir erstmal auch nicht. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir vorerst nicht in der Hotkey-Leiste zumindest. Rote schon mal gar nicht. Alles rein da. So. Roboter? Nö, alle ausgelastet. Gut. Dann hilft da nicht wirklich viel. Wir müssen einfach mehr Roboter bauen. Das heißt, ich klaue mir jetzt noch einmal Stahl. Dann mache ich daraus wieder eine passive Kiste. Da. Der Arm muss echt verarscht vorkommen. Stopf das alles in eine normale Kiste. Nein, 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 warte. Stopf alles in eine aktive Kiste. Warte. Stopf alles in eine passive Kiste. Oh, warte mal, ich brauche Stahl. Stopf bitte alles in eine normale Kiste. Na gut. Wir haben 100 Blauchips. Das heißt... Oh, wenn wir noch 5 Stahlplatten haben, warte mal. 5? Können wir uns eine Power Armor MK1 bauen. Her damit. Sehr schön. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Munition bräuchten wir bald auch noch. Was zufälligerweise Stahl braucht. Du, grünes Ärmchen. Ich hätte da noch ein kleines Attentat auf dich vor. Obwohl, ich warte einfach mal. Ich habe ja theoretisch einen Auftrag, dass ich 100 Stück im Inventar haben soll. Und vielleicht kriege ich ja zwischendurch ein bisschen Stahl ab. Aber jetzt will ich erstmal gucken, wie die Power-Rüstung so ausschaut. Also erstmal sollten wir das Zeug bei unserer alten rausholen. So. Dann würde ich eigentlich ganz gerne so ein MK2-Ding bauen. Das hat mir eben 5-mal so viel Ladung wie ein MK1. Bräuchten wir allerdings 20 blaue Chips für. Und mehr Batterien. Die wieder Stahl brauchen. Ja, nee. Ärmchen, tut mir leid. Ich mache das echt nicht absichtlich. Ich will dich nicht verarschen oder so. Aber es muss einfach sein. Oh, und allgemeine Resistenzen. Wo ist das Ding? Da. Acid 7 von 30. Die alte hat 5 von 30. Explosion 15 von 30. Die alte hat 10 von 30. Physical 8 von 30. Die alte hat 6 von 30. Und Grid Size 7x7. Das ist auch noch mit am wichtigsten. Wir haben einfach viel mehr Platz für Zeug. Also wir können jetzt mal die alten hier so reinhauen. Energy Shield MK2. Oh. Machen wir gleich. Das alte Ding, ich weiß gar nicht, was er damit machen soll. Das lassen wir einfach mal so. Oh, Angriff. Irgendwas... Being damaged. Oh, Türme werden beschädigt. Das Turm wird zerstört. Moment mal. Die sollten normalerweise gar nicht erst rankommen an die Türme, sondern erst die Mauer anknabbern. Was ist hier los? Hier? Nee, ich sehe den Gegner. Ich hab das gesagt. Keine 10 Minuten später kommen die ja wirklich an. Als ersten sind sie hier gegengelaufen, dann haben wir es verstärkt. Dann sind sie unten rumgelaufen und haben hier, wo weniger Türme waren, also hier waren noch gar keine zu dem Zeitpunkt, haben sie hier angegriffen. Und da meinte ich, das ist komisch, warum greifen sie nicht einfach von oben an? Weil da sind gar keine Türme. Und sie haben Laserturm geschrottet. Die Roboter kommen da nicht hin. Ja, gut. Oder auch nicht. Ich brauche einen Roboport und zwar hier. Einmal, damit die ganzen Bäume wegkommen und einmal, damit die Türme und Mauern hier repariert werden. Ich habe aber garantiert nicht genug Stahl für einen Roboport momentan. Und das hier sind auch aktive Kisten. Weg. Weg. So, 7400 Eisenerz im System und ich wundere mich, warum die Roboter ausgelastet sind. MK2, nö, Discharge-Dingens braucht 100 davon. Rocket Defense. Rocket Defense müsste übrigens das Ding sein, was man baut, um das Spiel zu beenden. Was man auch so ein bisschen in Ressourcen sehen kann, ne? Combat Roboter. Ach ja, warum nicht?
Idee. Warum kann ich das nicht auswählen? Press T. Achso, wir brauchen erst was Vorheriges. Was brauchen wir dafür? Comet Robotics. Research. So. Wo laufe ich gerade planlos hin? Ah, Stahlklauen, genau. Wir klauen jetzt Stahl, bauen einen Roboport da oben in die Ecke hin und dann sorgen wir dafür ein bisschen Sicherheit. Her damit. 73. Ja, das reicht. Können wir noch irgendwas für uns bauen? Wir brauchen 10 Energy Fields. Okay. Ist teuer. Wie viel machen die denn? Schild 50, Schild 150. Ah, ist dreimal so stark. Ich glaube, ich sollte eigentlich eher zuerst die Dinger hier... Oh. Okay, so ein Fusionsreaktor ist teuer. 30 Alien-Artefakte und 100 blaue Chips. Ja, ja. Warte mal. Nee. Ich habe geguckt, ob die normalen Module auch blaue Chips gekostet haben, aber nee, nur die T2-Dinger brauchen blaue Chips. Trotzdem ärgerlich. Schild, Schild, Schild. Schild, Schild, Schild. Das dauert jetzt eine ganze Weile mit dem Aufladen. Wir brauchen auch viel mehr Solarzellen und viel mehr Energie. Also ich denke nicht, dass wir in absehbarer Zeit das Ding wieder bauen können. Es hat uns 5, 6 Folgen gedauert, bis wir 100 blaue Chips zusammen hatten, wenn nicht sogar mehr. Da gehe ich lieber wieder auf die. Portable Solar Panel. Jo. Batterie. Jo. Du kriegst. Hatte ich davon nicht gerade eins gebaut? Oh ne, bist du gerade bei. Na komm. Portable Solar Panel. So. Das andere Ding. Batterie braucht eine ganze Ecke. Okay. Ich habe noch ein bisschen Eisen. Wo kann ich das Wow. Da ist dezent viel Eisenerz drin. Schwefel brauche ich nicht. So. Stahl hätte ich gerne. Und ich brauche unbedingt zwei weitere passive Kisten. Für das Eisenerz oben. Wir müssen jetzt alle Erzquellen abgehen. Wow. Wir haben definitiv zu viel Eisenerz. Oder anders gesagt, wir haben zu wenig Schmelzen. Ja. Passive Kisten da und da. Also wir haben jetzt 8000 Eisenerz im System. Und wir haben hier noch 3 oder 4 Eisenkisten voll mit Eisen. Das ist schon mal schick. So. Schild ist anscheinend voll. Batterien füllen sich ganz langsam. Aber sollte uns trotzdem schon mal mehr helfen. Achso, die Gehhilfe können wir jetzt hier reintun. Wir müssen das nur ein bisschen anders anordnen. Oh. So. 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 Combat Robotics. Follower Robot Count. Defender Kapsel. Ja. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was es sein soll. Also ich glaube, es sind Roboter, die einem folgen. Aber die hatte ich bisher noch nicht benutzt. Follower Robots. Robot Damage. Ich mach erstmal Robot Damage, das braucht nur grüne und rote. Und bau bitte so einen komischen Defender-Kapsel. Testen wir es einfach mal. Ich bin schon wieder auf dem Weg, Stahl zu klauen, oder? Jupp, ich denke schon. Da, wir haben einen kleinen grünen Roboter. Ah. Defender, 60 von 60. Ah. Okay, also einer wird nicht viel machen, aber wenn man auf einer mehrere hat. Okay. Kann ich mit leben. Munition bräuchte ich noch. Und die Batterie. Warte mal, sehe ich das gerade richtig, dass durch das schnelle Laufen die Batterie schneller leer geht, als wir sie die Solarzellen auffüllen können? Das
Es ist ein wenig unpraktisch.